Er ist exotisch, hat ein sympathisches Auftreten und eine abenteuerliche Lebensgeschichte. Bruno Banani. Der 26-Jährige ist der erste Olympiarodler aus dem Inselparadies Tonga. Sein Traum, sich für die Winterspiele in Sotschi zu qualifizieren, ist wahr geworden. I'm really happy. Ich bin sehr glücklich. Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich bin. Es war die letzten 5 Jahre mein Ziel und jetzt habe ich es geschafft. Als Fuahea Semi in Tonga geboren, änderte der Sohn eines Kokosnussfarmers seinen Namen in Bruno Banani, den Namen einer Unterwäschefirma, und sorgte damit für viel Aufsehen. Ich denke, das ist keine große Sache. Die meisten Leute interessieren sich nicht für den Namen, sondern nur dafür, wie gut ich im Rodeln bin. Viel Wirbel um einen Namen. Dabei hat der Informatikstudent mehr zu bieten. Für seine ersten Olympischen Spiele hat der Rodelkönig von Tonga ein klares Ziel vor Augen. My goal now is what I can say with my experience. Wenn ich unter die besten 30 komme, bin ich sehr zufrieden damit. Das ist mein Ziel für Sotschi. Doch wie kommt man von Tonga zu Olympischen Winterspielen? Seine Karriere hat er auch der Prinzessin Tongas zu verdanken, die 2008 den Anstoß für die Einmann-Nationalmannschaft gegeben hatte. Mittlerweile trainiert er sogar mit dem deutschen Team um Bundestrainer Norbert Loch. Nicht die schlechteste Voraussetzung für erfolgreiche Winterspiele in Sotschi.